Heute wird uns Diplomkaufmann Michael Kielkopf ein paar Fragen zum Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen beantworten. Als Wirtschaftsingenieurin, wie sieht denn da der Berufsalltag aus? Ein Wirtschaftsingenieur ist so typischerweise an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft tätig. Und das ist auch so das Haupteinsatzgebiet, der ist sehr industrienah. Also deshalb besonders in unserer Region in Stuttgart sind die Wirtschaftsingenieure sehr gefragt. Die Schnittstellen zwischen Technik und Wirtschaft kann man sich auch so vorstellen, dass im Unternehmen gibt es dann eigentlich so einen Geschäftsprozess, der das ganze Unternehmen durchläuft. Vor allem beim produzierenden Unternehmen wird dann sehr stark auch auf die Wertschöpfungskette Wert gelegt. Ja, und da sind halt gerade die Schnittstellen, wo was ein bisschen gemanagt werden muss, wo was Entscheidungen aufbearbeitet werden müssen. Wenn ich mit dem Bachelorstudium fertig bin, bin ich dann im Management? Ob man dann ein Manager ist, das ist so bisschen eine Frage, das kommt drauf an. Man ist auf jeden Fall oft in managementnahen Funktionen tätig, beispielsweise im Supply Chain Management oder Produktmanagement, aber es kann auch sowas sein wie Einkauf oder technischer Vertrieb. Wie sind denn überhaupt meine Berufschancen? Die Berufschancen als Wirtschaftsingenieur sind sehr gut, also vor allem bei produzierenden Unternehmen oder in der Industrie, also vor allem auch hier in der Region Stuttgart sind die sehr gut. Weil ja vor allem die Wirtschaftsingenieure wieder sehr gefragt sind in den Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Technik. Was ist denn inhaltlich das Besondere, hier in Göppingen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren? Ja, das Besondere an unserem Göppinger Wirtschaftsingenieur sind natürlich ist die Praxisnähe, also dass wir sehr nahe an der Praxis dran sind mit Projekten, mit Vorlesungen. Also ein Spezialpunkt ist vielleicht das interdisziplinäre Projekt im sechsten Semester, also im letzten Theoriesemester vor der Bachelorarbeit, bearbeitet man in Studierendengruppen gemeinsam ein industrienahes Projekt. Weiterer Schwerpunkt ist das Internationale hier. Wir haben sehr viele Partnerhochschulen im Ausland und haben auch einen Doppelabschluss mit Mexiko und mit China. Was vielleicht jetzt schon Berücksichtigung findet und zukünftig noch eine größere Rolle spielen soll in unseren Studiengängen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also auch da sind jetzt schon spezielle Projekte zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch in Vorlesungen wird da ein größerer Fokus drauf gelegt. Und das ist jetzt auch für die Firmen immer wichtiger, weil die ganze Wertschöpfungskette ja nachhaltig gestaltet sein sollte. Und das werden wir jetzt schon in der Lehre umsetzen. Wie ist das überhaupt so hier in Göppingen? Natürlich ist Göppingen jetzt keine Großstadt, Göppingen ist eine Kleinstadt und wir haben aber hier einen ganz schönen Campus, den Campus der kleinen Wege nennen wir den auch. Also das Besondere ist, dass wir da sehr schnell Professoren und Mitarbeiter kann man da erreichen, man kann die schnell irgendwas fragen. Göppingen selber bietet aber auch vieles Kulturelles, also es gibt von Musik, Theater, Freibad, es gibt da Freizeitmöglichkeiten. Wenn man natürlich jetzt wirklich noch mehr erleben möchte, feiern möchte, dann ist Stuttgart mit der Bahn auch nicht weit weg oder Esslingen, wo ja unser anderer Standort ist. Und wir haben hier auch ein tolles Café Campus vor Ort und eine Studentenklettergruppe. Wir haben einen E-Stall, Formula Student nennt sich das. Es gibt hier auch Wohnheimplätze, die recht günstig sind und sehr nah an der Hochschule auch und am Freibad auch und an der Filz, also sehr schön gelegen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.